Seagar presents in Exocet with 20th Century Fox. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Und damit herzlich willkommen zu Alien Isolation. Ich hoffe, dass mit der Facecam funktioniert. Wenn ja, hallo. Und ja, ich habe das Spiel schon angespielt. Ich habe ein bisschen privat gespielt. Schade, dass es nicht mehrere Speicherstände gibt. Dann müsste ich nicht von vorne anfangen, aber jetzt bin ich erstmal wieder still. Schlaf noch eine Runde. Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Prost. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrens anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. Oh, Ladeschnecke. Aber was ganz Neues. Ja, alles verschwommen. Hallo. Eine Kamera. Vielleicht sollten wir uns was anziehen. Ach, egal. Und damit nochmal hallo und herzlich willkommen zu Alien Isolation. Ich bin Servus 12, was sie macht. Komische Geräusche hier. Und ja, wir spielen hier Alien Isolation. Boah, die Grafik ist ja, muss ich sagen, umwerfend. Die ist einfach schön. Oh, cool, ich kann dir das öffnen. Komponenten, Schrott und Bindemittel. Alles mitnehmen. Wir haben zwar nichts an und keine Tasche dabei, aber wir nehmen das einfach mal mit. Wieso auch nicht? Listing in. Nö. Okay, vielleicht doch. Jetzt kommen wir nicht raus. Erkunden Sie die Torres. Zu gerne. Coole Musik. Ziehen Sie sich an. Okay, aber wo soll ich mich anziehen?
kann ich noch was mitnehmen? Ich glaube, das brauchen wir hinterher. Ja, wir brauchen es hinterher. Ich habe es ja schon angespielt. Aber ich tue so, als hätte ich es noch nicht angespielt. Um die Spannung zu erhalten. Ah. Willaine ist da. Connor ist da. Samuels und Taylor. Und wir sind da. Die liebe Whipley. Auch mal cool, mit einer Frau zu spielen. Hat man in so wenigen Spielen? Jo, das hat sich ja richtig gelohnt. So, Spiel speichern. Machen wir einfach mal. Blub, blub, blub. Ich glaube, ich muss die Kamera später versetzen. Ich glaube, die ist jetzt genau da, wo die Kassette ist. Verdammt. Vorher gar nicht dran gedacht. Egal. Privat. Willaine. Suchen Sie noch nach einem Navigationsofficer? Ein Freund von mir hat gerade sein Schiff verloren und sucht Arbeit. Ich kann für ihn bürgen. Seine Papiere sind in Ordnung. Das ist ja schön für dich. Es ist die alte Geschichte. Die Megacorps haben ihn unterboten und ihm alle Kunden weggeschnappt. Oh nein! Die Megacorps! Kleineren Firmen. Immer schwerer an Verträge. Und ich überlege selber, aufzuhören. Solange ich noch was verkaufen kann. Sie selbst scheinen ganz gut dabei zu sein. Als ich bei den Docks vorbeischaute, hieß es... hieß es, sie wären gerade abgeflogen. Zur Sevastopol. So ein Drecksloch. Naja... Ich höre, bezahlt Valent Yutani ordentlich. Naja, es geht, man kann von leben. Ich habe zwar noch keine Sachen bekommen, aber man kann von leben. Für Glück jedenfalls. Wenn man sich nicht schlagen kann. Wenn man sie nicht schlagen kann, was? Wir müssen uns treffen, wenn sie zurück sind. Blaine. Alles klar, wir werden uns sehen. Ich freue mich schon richtig drauf. Aber erstmal sollten wir uns was anziehen. Platsch, 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 platsch. Witzig. Was können wir hier? Uns anziehen! Das hatte ich vor. Nase juckt. Ah, jetzt haben wir auch Schuhe an. Wo geht's da hin? Weiß ich jetzt gar nicht. Gibt's hier sowas wie eine Map? Passiert nichts. Ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Deswegen habe ich keine Ahnung mehr. Habe ich ja sonst auch nicht, also ist ja nichts Neues. Schick. Und wo geht's hier lang? Ich bin überhaupt nicht ängstlich. Ich liebe Horrorspiele. Zu schauen. Aber nicht sie selber zu spielen. Und wer ist das? Ich glaube, zu dem gehen wir erstmal noch nicht rein. Schauen uns erstmal noch ein bisschen um. Oh, die sah auch geil aus hier. Ein Telefon. Aus den 80ern. Oh, Alter. Schreck mich doch nicht so. Das hat noch gar nicht richtig angefangen hier. Bin schon angespannt wie sonst was. Noch eine Tür. Da sitzt auch jemand. Da gehen wir auch erstmal nicht hin. Hier, das können wir nicht mitnehmen. Können wir uns bucken oder so? Ja, auf C. Bin so klein. Bin ich gerade im Kreis gelaufen? Hier war ich doch gerade. Wenn ich gerade im Kreis gelaufen bin, dann gehen wir mal hier rechts bei dem netten Typ hier rein. Und sag dir mal Hallo. Ey, du, Alter, was machst du denn hier? Junge. Ah, Ripley. Moin. Sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Nostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende.
der Hyperschlafkanone zugesetzt haben. Hab sie noch nicht gesehen. Ich werde nach ihr schauen. Ah. Interessant. Interessant. Interesting, Alter. Cool, und da schlafen die dann. Das ist praktisch. Ich werde mal nach hier schauen, nach der Tusse. Ich habe gerade gar nicht zugehört. Aber ich glaube, wir sollen hier nach der Tusse schauen, die sich hier irgendwo verbarg. Boah, ich verirre mich hier total. Das war hier, ne? Ja, gut. Orientierung Sinn, Alter. Taylor, guten Morgen. Ripley, das ist mit Sicherheit. Fang doch nicht an zu quatschen. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Darf ich kurz? Danke. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. So, ich glaube, ich werde doch nicht alles vorlesen. Annäherung an Sebastopol. Jetzt sind wir dran. Danke. So, wie komme ich hier wieder zurück? So. An einen Taylor. AW und so weiter und so fort. Hey Taylor. Ich habe Ihren Antrag erhalten. Es könnte eine Weile dauern, die Dateien auszugraben. Und der Vorfall war vor meiner Zeit bei der Firma. Bei den Details bin ich mir nicht sicher. Ja, ich mir auch nicht. Im Jahre 2122. Haben wir noch gar nicht, du Spinner. Das kann noch ein bisschen dauern. Ging der Frachter USCSS Nostromo. Nostromo, ich kann doch gar nicht mehr reden. Von Weyland Yutani verloren. Keine Spur von Fracht oder Besetzung. Mit Ausnahme eines neuen Wissenschaftlers-Offiziers. Hätten sie alle 7 Crewmitglieder bereits zusammen dort gedient. Dallas, Captain, Ash. Ash von Pokémon? Nicht als wissenschaftlicher Offizier. Der steckt so kleine Tiere in so runde Bälle. Ganz toll. Das ist Ash. Kane. Oder Kane. Erster Offizier. Kane oder Kane. Alles klar. So oder so geschrieben oder so ausgesprochen. Keine Ahnung. Ripley, das sind wir. Dritter Offizier sind wir. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und so weiter und so fort. Die ganzen Spacken sind hier an Bord. Weyland Yutani hat dadurch einiges Tagesgeld verloren. Es steht ein Schandfleck in der Firmengeschichte. Ich habe den Eindruck, wir haben es nicht gern, wenn man davon spricht. Ich versuche, die Dateien später zu finden und ein paar Punkte zu klären. Wenn Sie wollen, dann nur zusammen durchgehen. Vielleicht fährt es also schon Glück auf mich ab. Wie ich höre, haben Sie Serien und Grüße und so weiter. Boah, ja, ich will zum Spielen kommen. Das andere, dieses Freigeben, das zeige ich nochmal kurz. Das könnt ihr euch dann selber durchlesen. Ihr könnt ja auf Pause klicken. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, sonst würde sich das hier alles ein bisschen zu sehr in die Länge ziehen. Und meine Stimme leidet drunter. Das ist nicht schön. Überhaupt nicht schön. Wo ist sie jetzt hin? Guckt mal hier einmal kurz auf den Bildschirm. Dann sind alle Leute weg. Gibt's doch nicht. Boah, erstmal ein Kaffee. Nur von der falschen Seite. Kissen gehen wir weg. Genau das gleiche Gerät habe ich auch zu Hause. Nicht? Wäre aber cool. Hallo! Hallo Leute! Bisschen verspannt, wa? Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Bin ich da? Eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand. Hallo! War ein Wrack, das sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie Schleiche. Haben gesagt, wir nähern uns Sebastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sebastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine, rein und raus. Corner Lagebericht. ASMT geladen und kalibriert. Nicht falsch denken. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen.
Schöner Spiegeleffekt. Ui. Ja. Und ja, ich... Hier denke ich schon wieder zweideutig. Das gibt's auch gar nicht. Wo sind die Dokumente? Hier. Black Screen of Death. Das sieht genauso aus wie der Anfang von Star Wars. Episode 1. Ganz genauso. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74. Schick sie in der Weile bei SMS. So. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrens nicht reinbringen. Handelsschiff Torrens aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Hallo Marshall? Marshall, Torrance hier, bitte um Wiederholung. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrance für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Sind wir der, die mit der Brille? Ich glaube nicht. Wir sind die Erste. Druckablass. Oh, Schatz. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Taylor ist das also. Und Samuels ist ganz hinten. Und wir sind Woodplay, alles klar. Cool. Oh, die Grafik ist so geil. So schön. Was ist hier passiert? Mein Gott, Woodplay. Sie machen das gut. Oh, ein Ladebildschirm. Schön. Sich in die Hocke zu bewegen, ist leise. Jedoch auch langsam. Ach, ehrlich. Mir auch gar nicht aufgefallen. Ladeschnecke und ein kleiner Punkt in der Mitte. Und eine Kamera über meiner Fresse. Ganz toll. Oh, Mist. Oh. Oh, es tut weh. Oh, voll auf den Hintern geflogen. Oh. Oh. Ich kann mich bewegen. Boah, das ist ja geil. Ich kann jetzt die Sicht hier durch den Anzug. Ist hier gesplittert oder so? Nee. Doch, ist gesplittert. Umziehen. Cool. Machen wir das mal. Ziehen wir uns mal um. Cool, jetzt haben wir auch nicht mehr diese komische Sicht. Wo geht's weiter? Hier geht's weiter. Speichern! Hehe, alle Registrierungsformen können wir nur speichern, alles klar. Das sagte ich gerade. Eine Sprengkapsel! Schön! So langsam gibt's voran. Zeig euch hier auch nur Qualitäts-Gameplay.
Hallo? Hallo? Ist da jemand? Und ob da jemand ist, das sage ich euch in der nächsten Folge von Alien Isolation. Bis dahin verabschiede ich mich und sage, lebt wohl.